Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ever Oasis. Wir gehen jetzt wie immer schlafen. Zum Anfang der Folge. Natürlich. Klar will ich schlafen. Ich will immer schlafen. Und? Und aufgestanden und ab dafür? Hallo? Okay. Na, ist jemand Neues gekommen? Nur Pinguhus. Schade. Na gut. Im letzten Part ist unsere Oase leider angegriffen worden, wie man vielleicht an klitzekleinen Veränderungen des Farbspektrums erkennen kann. Es ist irgendwie alles lila. Ja. Ja. Ja, gucken wir erstmal nach unseren Pflanzen. Ich habe doch eine ganze Menge neu gepflanzt. Und wir machen uns jetzt auch gleich auf den Weg, um mehr über diese Unheilsranken rauszufinden, die überall gewachsen sind und für ganz schön Aufruhr sorgen. Gib mir die Paprika und gib mir die Paprika. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich mit den Paprikas mache. Gib mir die Paprika und diese hier. Dankeschön. So. Wir kümmern uns jetzt aber wie immer zuallererst um die Versorgung der Läden, dass die uns nicht hops gehen. Wir brauchen schließlich alle KP, die wir bekommen können, glaube ich. Für unsere Mission. Ach, du brauchst keine Lieferung. Buh. Kaufen die Leute nicht, wenn hier so Unheilszeug ist? Hallo? Du brauchst eine neue Lieferung. Hier, bitteschön. Wie soll ich denn die Leute glücklich machen, wenn keiner eine Lieferung braucht, hm? Sammeln wir erstmal alle... Oh, wow, guck mal, wir haben schon fast 1000. Cool. So, wir haben jetzt erstmal alles Geld eingesammelt. Ah, ja. Bitteschön. Bitteschön und tschüss. Bin ich inzwischen wieder voll? An Freude? Weil die brauchen irgendwie alle nichts. Ach. Okay. Gehen wir erstmal raus. Dann stellen wir jetzt als allererstes unser Team zusammen, glaube ich. Meine ich. Ich kann mir ein neues Schwert kaufen, letztes Mal habe ich das gesehen. Ich weiß halt nicht. Guck mal, das bringt Glück plus 5. Nehmen wir mal eins mit, würde ich sagen. Und gucken... Ach nein, ich kann die jetzt nicht die... Ach, ich kann die hier beim Händler aus... beim Typ hier ausrüsten. Gruppe. Wählen. Okay, es gibt 7 Klassen. Und jeder hat bestimmt Klassentalente. Okay. Die können alle unterschiedliche Sachen tun. Okay. Ich denke, er ist ganz cool. Er ist ein Heiler, okay. Sie ist Krieger, sie ist auch Heiler. Wir brauchen Krieger. Wir brauchen auch auf jeden Fall einen Krieger. So, dann haben wir einen Heiler und einen Krieger und mich. Das hört sich irgendwie traurig an. Ich bin voll scheiße, ich habe einfach gar nichts. Grünlingsschwert. Ist denn das besser? Das bringt nur Glück mehr. Ach, schade. Ich dachte, das wäre... Nee, dann nicht. Dann möchte ich das nicht. Ich könnte gucken, ob jemand noch andere Klamotten braucht, aber ich... Ich glaube... Ah, das macht gar keinen Unterschied. Na gut. Dann... Wo geht's raus? Machen wir uns auf den Weg, würde ich sagen. Boah, guckt euch das mal an. Das ist ja unheimlich. Attacke! Kann ich die entwurzeln? Sie wirbelt nur ein bisschen. Okay. Ich denke, wir machen uns jetzt auf den direkten Weg zu unserem Ziel. Oh nein. Was sind denn das?
die sind ja unheimlich. Eine böse Nuss. Okay. Leute, das ist ganz schön viel an bösem Getierzeugs. Haben wir alle down? Wie geht's allen? Allen geht's noch gut. Oh, da lebt noch eins. Die böse Nuss hält ein bisschen viel aus. Oh, guck mal. Und weil wir die ganzen Dinger down gemacht haben, sind die ganzen Pflanzen ja auch down gegangen. Ah, verstehe. Verstehe, wie das funktioniert, glaube ich. Ganz sicher bin ich mir aber auch nicht. Okay. Lauf mal ein bisschen schneller und lauf nicht zu nah an die Ranken. Ja, shit. Eine böse Nuss, Leute, eine böse Nuss. Eine böse Nuss. Eine böse Nuss, die 10 Schaden macht. Krass. Ist sie down? Nein, aber fast. Okay, jetzt ist sie down. Und da haben wir noch so eine Ranke erledigt. Okay. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch den Kaktus mitnehmen. Wo geht's lang? Bin ich am... Ja, ich bin am Eingang vorbeigelaufen. Wow, wow, wow. Leute, steckt die Waffen ein und lasst uns hier reingehen, bitte. Ich will nicht gegen noch mehr von den Viechern kämpfen. Ehrlich gesagt. Ah, was sind das? Ah. Okay, die hier können wir schon. Okay, ich kann anscheinend keinen Sprungangriff machen, so wie die Kaninchen. Wäre auch zu schön gewesen. Shit! Ich hab nicht gesehen, dass sie angreift. Krass, okay. Oh, da ist noch eine. Leute. Das war in letzter Sekunde ausgewichen. Okay. Das war ein bisschen knapp. Könnte mir mal einer helfen, hier zu looten? Ne? Wäre super. So. Wenn ich nach oben drücke, ist also er der Erste. Gut zu wissen. Das werde ich mir nicht merken können. Ich habe jetzt einfach mal so langweilig, wie ich bin, das Team genommen, das sie in der Demo auch verwendet haben. Ich weiß nicht, ob das einen Zweck hat, dass das Team irgendwie schön ausgeglichen für den Anfang ist. Ah. Warten wir eben. Oder was auch immer. Jedenfalls habe ich es auch genommen. Ich meine, was man in der Demo macht, das wird schon sinnvoll sein. Ist hier nicht noch eine? Ja. Sei nicht so feige, du Spinne. Ach, das kann ich. Das kann ich. Ach ja, 2 Stück sind das. Ja, geil. Voll daneben schon. Also mit meinem Wind treffen, das kann ich irgendwie immer noch nicht. Hä? Willst du mich verarschen? Jetzt geh an! Nummer 1 ist an. Es ist schon offen. Ja, das war clever, ne? Wow. Shit. Ich habe nicht gesehen, dass das aufgegangen ist. War das schon offen? Ich kann die Pflanze hier nicht entfernen. Autsch. Ich glaube, ich habe mir wehgetan an der Pflanze. Hier, hat jemand das Talent, um das hier zu machen? Nicht Loto. Mio. Meine, du kannst das. Ja, schieb mal auf. Yay! Schalten wir. Ist das gerade. Habe ich das nicht schon entfernt? Ist das gerade nachgewachsen? Verwenden. Speichern. Ja. Berühre nicht den Power-Knopf. Hatte ich nicht vor. Gut. So. Das sieht aus, als. Komm mal bitte alle her. Mist. So. Das sieht gut aus. Ich denke, das muss so. So. Kommt, Leute. Lasst uns da reingehen. Das sieht vertrauenswürdig aus. Das tiefe, dunkle Loch
in das wir jetzt gehen. Krug von Ilmar. Okay. Ach, was hast du denn zu sagen? Das muss die Tonhöhle sein, von der Loto gesprochen hat. Ich kann nicht glauben, dass wir gerade wirklich in diesem riesen Krug drin sind. Wie aufregend. Ich wette, hier drin gibt es allerlei seltsame Mechanismen zu entdecken. Haltet die Augen offen. Das hört sich nicht nach Spaß an. Umschauen. Links auf dem Touchscreen. Wofür brauche ich das? Der Krug von immer hat sich kein Stück verändert. Außer dem Hirten lebt hier niemand mehr. Der Hirte sitzt, soweit ich weiß, im tiefsten Inneren des Krugs. Komm, Miri, gehen wir ihn suchen. Okay. Okay, probieren wir doch mal umschauen aus. So, was haben wir hier? Löcher. Hier kann er sich verwandeln. Ich glaube, hier war man in der Demo drin. Hier, da kann ich mein Talent einsetzen an dem Ding. Setz mal dein Talent und bring bitte nicht die... Okay. Okay, es ist nicht schlimm. Sie haben sich durchgeglitscht. Gegen was kämpfen wir? Autsch, hat es gerade auf mich geworfen. So, jetzt. Mach mal. Dankeschön. Und du, mein Freund. So. Hier kann ich nichts ausrichten. Oh, was ist denn da Schönes? Das sieht wieder nach einer gemeinen Falle aus mit einem gemeinen Bossmob. Yay! Das sind meine Lieblingsfallen, die mit dem gemeinen Boss. Nein, wartet. So. Hier ist bestimmt wieder eine Schlange drunter. Ich bin jetzt traumatisiert für den Rest meines Lebens, weil da plötzlich Schlangen rauskamen. Ich versuche immer mit L und R auszuweichen, ne? Warum auch immer. In welchem Spiel weicht man denn mit L und R aus? Hey, hey, hallo, hier bin ich. Ignoriere mich nicht, wenn ich versuche, dich zu töten. Danke. Wo kommt man denn hier wohl hin? Soll ich mal anmachen? Was ist das? Aha. Sehr schön. Mew. Mew. Zeig, was du kannst. Hui. Was ist Mew eigentlich? Ist das eine Eidechse oder ein Frettchen? Ich glaube, es ist eine Eidechse. Es hat Stacheln auf dem Rücken. Eine Schatztruhe. Sowas gibt's auch. Geierspiegel. Okay. Out. So. Jetzt bin ich richtig und ich setze Wind ein. Und ich setze wieder Wind ein. Kann einer von euch... Kannst du graben, frage ich mich. Nein, kannst du nicht. Wofür haben wir dich dabei, wenn du nicht mal graben kannst? Na gut. Wo geht's denn weiter? Geht's hier weiter? Ach, oh je. Da machen wir mal... Oh, das ist eine Bombe. Lauf! Shit! Oh nein, 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 nein. Da gehen wir jetzt mal schnell raus. Okay. Schauen wir uns mal das Rätsel an. Oh, da ist eine Truhe, die ich öffnen kann. Okay. Da war ein Schwert drin. Na schön. Aber ich würde sagen, wir beenden hier einfach mal die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, schaltet morgen wieder ein. Und bis dahin, macht es gut und tschüss.